Am 8. November haben wir eine totale Mondfinsternis. Was das für dich, liebe Waage, bedeutet, erfährst du von mir gleich in diesem Video. Wie immer weise ich darauf hin, dass diese Deutung eher auf den Aszendenten zutrifft als auf das Sonnenzeichen. Deshalb schlage ich vor, dass du dir am besten wieder beide Videos anschaust. Gut, zuerst einmal ist die Sonne bei dir nun im zweiten Haus. Das zweite Haus steht für den Bereich der Finanzen und der Werte. Es ist möglich, dass du jetzt Prioritäten setzt, wie du dein Geld verwaltest, wo du investierst und wo du noch sparen könntest. Du strebst jetzt nach Sicherheit und Stabilität und trennst dich von unnötigen Sachen. Außerdem kannst du jetzt einen starken Selbstausdruck entwickeln, indem du all deine Gaben und Talente in die Sichtbarkeit bringst. Du erkennst deinen eigenen Wert und wirst so zu einer starken Persönlichkeit. Und wer von euch Wagen in der dritten Dekade Geburtstag hat, ist im Moment in einer sehr transformativen Phase seines Lebens. Denn Pluto steht im Quadrat zu deiner Sonne. Und ein Pluto-Transit dauert sehr lange, da dieser Planet ein Langsamläufer ist. Bitte vertraue darauf, dass diese Krise einen Grund hat und du nach diesem Pluto-Transit wie Phönix aus der Asche aufsteigen wirst. Und wenn die Sonne dann am 22. November in das Zeichen Schütze geht und somit in dein drittes Haus, geht es um die Themen Kommunikation, Lernen und Wissen und Wissen aneignen und weitergeben natürlich. Aber dazu werde ich dir dann mehr im Dezember-Video sagen. Nun komme ich gleich zur totalen Mondfinsternis am 8. November. Diese passiert natürlich immer bei Vollmond und zwar befinden sich Sonne, Mond und Erde genau auf einer Linie. Und der Mond verdunkelt sich, weil er vollständig im Schatten der Erde ist. Diese totale Mondfinsternis im Stier passiert bei dir im 8. Haus und das alles mit einer Konjunktion zu Uranus. Dieser Vollmond kann etwas ans Licht bringen, was du gerne weiter ignoriert hättest. Dabei kann es um finanzielle Angelegenheiten gehen, wie zum Beispiel eine Steuernachzahlung, ein Kredit oder eine Investition, die du lieber nicht gemacht hättest. Es muss aber nicht immer negativ behaftet sein. Es kann auch sein, dass du Geld vom Finanzamt zurückbekommst oder die Kreditrate sich verringert. Außerdem könntest du dich plötzlich für Psychologie begeistern. Alles, was in die Tiefe geht, wird nun interessant für dich. Und zusammen mit Uranus kann es hier zu plötzlichen Veränderungen und auch zu Einsichten kommen. Lass dich einfach überraschen. Venus. Die Venus geht am 16. November in den Schützen, gefolgt vom Merkur am 17. November. Beide Planeten sind dann in deinem dritten Haus. Hier geht es um die Themen Kommunikation, Austausch, Lernen und Denken. Am besten ist es, wenn du nun etwas ganz Neues lernst und damit deinen Interessen nachgehst. Dieses Wissen kannst du dann auch an andere weitergeben und dadurch viel Befriedigung erfahren. Und außerdem ist es eine gute Zeit, um einen Kurs oder Workshop zu besuchen, um dort neue und herzliche Kontakte zu knüpfen. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Ereignis, und zwar am 23. November, ist Neumond im Schützen. Und auch der Neumond findet in deinem dritten Haus statt. Dein drittes Haus ist nun voll besetzt mit den Planeten Merkur, Venus und Sonne, plus dem Neumond am 23. November. Ein Neumond steht immer für einen Neubeginn. Und im dritten Haus steht bei dir alles auf Neustart im Bereich Kommunikation, Lernen, Denken, Geschwister und Nachbarn. Durch Gespräche ist es jetzt möglich, alte Streitigkeiten aufzulösen. Du bist nun mehr bereit, deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen und hast auch größeres Verständnis für die Gefühle anderer. Alles ist möglich mit so vielen Planeten im dritten Haus und das alles in der zweiten Novemberhälfte. Und auch Mars ist immer noch in deinem neunten Haus und hat mittlerweile seine Rückläufigkeit begonnen. Hier geht es um die Themen Religion, Weltanschauung, höheres Wissen, Philosophie und den Sinn des Lebens. Du solltest dich jetzt für die Dinge einsetzen, an die du glaubst.
Du schaffst es jetzt, andere durch die Kraft deiner Überzeugung zu motivieren und zu inspirieren. Falls du im humanitären Bereich tätig bist, wirst du jetzt vielleicht für die Rechte von Minderheiten kämpfen. Das ist jedenfalls besser, als über eigene Probleme zu brüten. Und es ist auch eine gute Zeit, um etwas Neues zu lernen. Du solltest dich auf jeden Fall mit einer intellektuellen Tätigkeit beschäftigen. Dein Geist sollte auf keinen Fall brach liegen. Forsche lieber und finde deine eigene Wahrheit. Da Mars aber nun rückläufig ist und dies bis Januar 2023 anhält, ist die Mars-Power etwas gedrosselt und man wird ungeduldig. Bitte beachte dies bei deinen Vorhaben. Mehr zu Mars im Zwilling kannst du dir in meinem Mars-Spezialvideo anschauen, welches ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Ja, dann haben wir auch noch Jupiter. Und zwar, Jupiter ist seit Ende Oktober wieder im Zeichen Fische und zusammen mit Neptun aktiviert er dann dein sechstes Haus. Mit dieser Jupiterstellung solltest du eine gute Gesundheit haben und auch an deinem Arbeitsplatz ist es jetzt angenehm und freundlich. Möglich ist jetzt auch eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung. Es ist die perfekte Zeit, um danach zu fragen. Und auch in deinem Alltag fällt es dir jetzt leicht, Dinge zu organisieren und dich sportlich und gesund zu betätigen. Ja, das war deine Vorschau. Die Vorschau für den Monat November. Ein Monat mit dem Fokus auf Kommunikation, Werte und Finanzen. Alles Gute dir, liebe Waage. Bleibe zuversichtlich und mach das Beste draus.